glaube, wir hatten zum Rückrundenstart, haben wir uns ein bisschen zu viel um, ja, um fußballerische Komponenten gekümmert. Wir hatten uns sehr viel darum bemüht, dass wir einfach im Positionsspiel uns entwickeln, dass wir viel Ballbesitz haben. Und dabei ist uns so ein bisschen die Effizienz verloren gegangen und auch dieser nötige Biss. Ja, wir hatten, glaube ich, trotzdem ja, echt viele Spielanteile und haben es gut gemacht. Aber letztlich haben wir dann halt die ersten beiden Spiele, das ist das Pokalspiel leider, und das erste Spiel in der Rückrunde verloren. Und dann haben wir uns wieder darauf besinnt, was am Fußball irgendwie an erster Stelle stehen muss. Nämlich das ist, mit der ganzen Mannschaft zu kämpfen gegen den Ball und eben auch die nötige Zielstrebigkeit im letzten Drittel zu haben. Und das haben wir dann eigentlich in den folgenden vier Spielen super umgesetzt und haben dann ja auch wieder, ja, wieder daran anknüpfen können, dass wir dann so eine Siegesserie gestartet haben. Und dann war es wieder so, dass wir gegen Zürich leider ja, zum ersten Mal in dieser Saison wirklich ja, eine Packung, muss man einfach sagen, hinnehmen mussten mit einer 7-2-Niederlage, wo es einfach, glaube ich, auch wieder, ne, wir sind sehr hoch angelaufen. Abstände waren ein bisschen groß. Sie haben dann viel mit langen Bällen operiert. Damit hatten wir so gar nicht gerechnet. Hatten halt wenig Leute, die Zugriff auf den zweiten Ball hatten und haben uns dann so ein bisschen über den Flügel von den schnellen Leuten auffressen lassen. Daraus haben wir dann aber auch schnell wieder unsere Rückschlüsse gezogen und das gegen Servet wieder sehr gut gemacht. Und leider 2-1 hat auch nicht zu Punkten gereicht, aber hat wieder gezeigt, dass wir eigentlich, wenn wir an alle Punkte denken, die taktisch sowohl mit Ball als auch gegen den Ball wichtig sind, dass wir einfach ja, gleich auf sein können, wenn wir einen guten Tag erwischen. Und das gibt jetzt eigentlich Mut, auch für die Playoffs da zu zeigen, okay, wir können jeden schlagen und das wollen wir jetzt zeigen.